Hallihallo Leute, Doktor hier mit einer neuen Folge Pain. Willkommen zurück in der zweiten Gruft. Hier bin ich in der letzten Folge schon gesprungen, gestürzt, gestorben. Und das gedenke ich jetzt fortzusetzen. Auch jetzt mit ein bisschen Glück kommen wir hier raus aus der Gruft. Warte mal, geht das überhaupt? Kann das sein? Ja, warte mal, ich muss das Ding da hinten noch auch irgendwie aktivieren. Geht mir das auf den Senkel, ey. Was gibt's denn hier noch zu tun? Kann es sein, dass ich da unten dieses zweite Ding stoppen muss, weil... Hier oben ist ja nichts mehr und ich muss ja da hinten dieses Drehding. Das muss ich ja auch noch irgendwie aktivieren. Da gibt es doch noch irgendwas, Mensch. Warum dreht sich das linke denn noch, Mensch? Vor allen Dingen sind das die da oben? Ist das der Hinweis? Gucken, da muss dann das Symbol mit dem T. Ne, das andere, glaube ich. So ein X. Da ist dieses L-artige. Das hat links so ein X. Keine Ahnung, die kann man aber scheinbar auch nicht mehr irgendwie in Gang bringen. Und jetzt leuchtet es auch nicht mehr. Oder jetzt leuchtet es. Jetzt leuchtet das da irgendwie durchgängig, die flackern. Überzeugt bin ich nicht, aber ich weiß auch nicht, was ich sonst machen soll. Dann ist die Frage, ob ich hier irgendwie hochjuckeln muss. Dann müsste ich aber nochmal das Dingens rufen. Damit kann man nichts machen. Führt aber hier quasi hin. Noch eine Frage ist, was macht das Ding hier? Muss das eventuell unter das da?
aussteigen. Der bleibt genau da drüber stehen, ne? Nein. Und dann auch noch, ey, wie viel Pech kann man haben, ey. Hört man, ist auch noch ein Hebel. Ah, damit ruft man den unteren. Aha. Okay. Fahr ich den jetzt mal hier runter? Mal gucken, ob das was. Der ist jetzt an dem. Wenn ich jetzt den oberen hole, dann... Ja, ich vermute, das ist es. Jawollo. Boah, endlich habe ich den Mist hinter mir, ey. Jetzt muss ich nur wieder runterkommen, ohne zu verrecken. Reicht, reicht mir. Bisschen verletzt ist okay. So, dann darf ich mich jetzt nicht einfach mal nicht so dämlich anstellen bei diesen Sprüngen und dann nix wie raus hier. Ja. Ich kotz gleich. Ich raste gleich aus, Alter. Boah. So, ich stelle mich jetzt hier hin. So, dann springe ich einfach frühzeitig los. Ja, jetzt ist er auf der Stelle gesprungen. Das kreide ich jetzt mal in der Steuerung an und nicht mir. Ungeduldig. So, einfach bevor es da ist, rüberspringen. Ah, warte, 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 warte. Ich mach mal eine Ehrenrunde hier. Nee, ist auch wieder nix. Nee, der wird auch wieder nix. Ich bin einfach zu ungeduldig. Hier. Einfach jetzt losspringen. So, hier auch. Jetzt losspringen. Doch. Nein, da kommt jetzt nicht noch ein Raum. Boah, nicht ernsthaft. Oder sind wir wieder im ersten Raum zurück? Boah, ich bin mir gerade nicht sicher. Wobei, da ist wieder so ein Schnapper, ne?
heißt, hier waren wir wohl eher noch nicht, oder? Boah, nee, das sieht wieder nach Rätsel aus da unten. Bitte nicht. Gerade wie ich hier mein Fernraster wieder auswählen kann. Das muss ich da auch noch haben, oder? Weil ehrlich gesagt sehe ich es nicht. Also mein Fernrohr, besser gesagt. Guck nochmal, wenn ich hier in der rechten Seite wichtige Gegenstände, da sehe ich diesen Ballon, okay, das ist diese Drohne. Dann hier diesen Aktivator, den ich jetzt bekommen habe. Der ist ja das letzte in der Liste, aber wo ist denn mein Fernrohr hin? Ist das jetzt weg oder was? Komisch. Mein Gott, steckt es doch hier drauf. Nee, es geht gar nicht. Komisch. Aber das ist doch so ein Sockel, oder nicht? Nee, es geht nicht. Mal gucken, oder komme ich vielleicht sogar so hier raus? Hä? Neuer Inselzustand. Die Bewohner von Albemarle verachten dich. Und die anderen Menschen aufgrund deiner Taten. Alle Stämme werden dir feindselig gesinnt sein. What? Ich glaube, dass diese Halbinsel von der Inschrift äußerst wichtig ist. Ich sollte danach suchen. Finde die Halbinsel vom Wandgemälde. Nee, hier gibt's ja nur eine. Und die war ja auch oben rechts, also die hier muss es ja, ist auch ein Marker drauf. Okay. Okay, das heißt, die werden mich jetzt hier angreifen. Nix hier weg hier. Nee, tun die doch gar nicht. Aber warum verachten die mich wegen meiner Taten? Verstehe ich gerade gar nicht. Was habe ich denn gemacht? Hä? Also das kapiere ich jetzt gerade null, muss ich sagen.
Naja, wie auch immer. Ich mache mich da mal auf den Weg Richtung dieser Halbinsel. Ah, warte mal, hier diesen Ballon-Einsatz nicht möglich. Geht doch. Funktioniert auch. Aber warum mein Fernrohr jetzt weg ist, ich kapiere das nicht. Vor allen Dingen, wenn man rechts mal guckt, also die Fechsel sind neutral mir gegenüber. Da unten diese Spucker, ich komme gerade nicht auf den Namen, die sind mir auch neutral gegenüber eingestellt. Ich bin ja auch gerade nicht angegriffen worden von denen. Ich verstehe diesen komischen Eintrag da nicht. Warte mal, ist der hier im Glossar? Oder hier irgendwo? Ja, das Neueste ist jetzt halt, das Wandgemälde in der zweiten Gruft zeigte eine gewisse Insel, die anscheinend der Ursprung der Bedrohung war, die den Irrtum verursachte. Welcher Ort könnte das wohl sein? Menschen waren in diesem Gebiet ebenfalls aktiv und präsent. Sie stellten ein weiteres Werkzeug her, um ihre Effizienz im Außengebiet zu steigern. Sind das Werkzeug und die Insel miteinander verbunden? Vielleicht wäre es der beste nächste Schritt, nach einer Halbinsel zu suchen, die sich anscheinend im Norden befindet. Finde die Halbinsel vom Wandgemälde. Da unten kämpfen sie. Ganz cool, hier mal einen Abgang zu finden jetzt. So, hier. Kariblin, Vorsicht. Mit denen bin ich nämlich nach wie vor verfeindet. Denen wollen wir nicht begegnen.
raus aus der kalten Region. Vorne liegt die Halbinsel schon. Gucken, ob ich noch ein paar Fluffies hier kriege. Für ein paar Eichen. Oh, direkt. Einen kleinen Fluffizid angerichtet hier. Hier wieder. Auch dumm, ne? Das hatte ich schon mal weggesprengt in einer der letzten Folgen. Ich könnte auch schwören, dass hier ein Fehler vorliegt, dass hier irgendwas drinnen liegen müsste, um die Kiste da öffnen zu können. Beziehungsweise, ne, Quatsch, nicht um die Kiste öffnen zu können, sondern genau hier, um das hier reinzustecken. Weil hier ist sonst nichts und hier ist ein Gitter, dahinter ist aber einfach gar nichts. Dahinter ist nur hier dieser Müllhaufen, der einem nichts bringt, dieser Erdhaufen. Den kann man nicht nehmen. Ich wette, da sollte eigentlich so ein Stopfen drin liegen, den man dann hier reintun kann. Das ist meine Vermutung. Aber wer es besser weiß, kann es gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich hier falsch liege. So, und das ist die Halbinsel, denke ich. Guten Morgen. Ist der Wegdienst. Pennt einfach weiter. Okay. Okay, irgendwo da oben, wo diese Höhle ist. Ich meine, da ist eine. Wir sind schon ganz nah dran. Da oben müssen wir irgendwo hin. Aber nicht mehr in dieser Folge, denn die hat ihr zeitliches Ende erreicht. Es geht dann in der nächsten Folge genau an der Stelle hier weiter. Dann werden wir mal schauen, welches Geheimnis diese Halbinsel uns preisgibt. Mein Gott, ist die Musik plötzlich laut. Ich sage wie üblich danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund, seid gerne in der nächsten Folge wieder dabei. Bis dahin.